Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habt ihr hoffentlich ein Heißgetränk mit dabei. Ich habe mir meinen Tee hier zumindest gemacht, beziehungsweise Jan hat mir das gerade aufgebrüht. Denn ich vermute mal stark, dass es heute ein etwas längeres Video werden wird. Denn ich wollte mal klassischerweise heute mit euch mal so ein kleines Flip-Through durch meinen Journal machen. Das haben wir, glaube ich, hier auf YouTube schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und irgendwie, ja, finde ich das ein bisschen schade. Früher habe ich ja wirklich jeden Monat so ein Flip-Through am Ende des Monats gemacht oder am Anfang des darauffolgenden Monats. Später wurde es dann irgendwie alle paar Monate immer wieder mal zwischendrin und dann habe ich, glaube ich, irgendwie so ganz damit aufgehört. Und ja, irgendwie finde ich es ein bisschen schade und will das wieder so ein bisschen mehr zurückbringen zu YouTube. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich schon das neue Cover um mein Journal getan. Ich konnte es nicht mehr abwarten und ich finde, es ist jetzt auch eine gute Jahreszeit dafür. Ich finde dieses Cover doch schon ein bisschen sehr frühlingshaft, sommerlich. Also, naja, gut, könnte vielleicht auch ein Wintermärchen sein irgendwie, aber dazu müsste es ein etwas bläulicherer Ton sein. Und dieses Cover hier hat mir auf jeden Fall sehr starke Winter-Vibes irgendwie gegeben und deswegen bin ich gleich mal umgezogen, denn was hält einen davon ab, die Sachen zu verwenden, die man sich im September bestellt? Also man muss ja nicht bis zum Anfang des nächsten Jahres darauf warten, bis man die Sachen endlich verwenden kann, außer es ist dann wirklich ein datiertes System, Planer, Notizbuch, was auch immer. Aber der Weeks geht ja zum Beispiel auch schon im Dezember los, also könnte man auch schon ein bisschen eher anfangen. Gut, genug des Vorgeplänkels. Ich habe mich hier versucht, so ein bisschen einzurichten. Ich gucke noch mal kurz, dass das ein einigermaßen passabler Bildausschnitt ist und ich einigermaßen zentral hier im Bild drin bin. Also eigentlich habe ich einfach nur die Sachen übernommen, die in dem anderen Cover schon mit dabei waren. Hier, ich habe leider wirklich vergessen, von wem ich diese süße Katze bekommen habe. Ich will nichts Falsches sagen. Vielleicht, nee, ich stelle keine Vermutungen an. Jedenfalls finde ich sie sehr süß. Es ist einfach Rosi und die muss irgendwie immer mit dabei sein. Dann habe ich hier noch ein Foto von mir und meinen Eltern, was schon ein bisschen älter ist. Und so ein paar Sample-Karten, aber nicht, dass ich die jetzt irgendwie so regelmäßig in Verwendung habe. Das ist einfach nur, weil ich die süß finde. Ich glaube, die beiden hier habe ich von Nancy damals bekommen. Ein Hut voller Sterne, falls es euch noch etwas sagt. Ein sehr schöner Account damals gewesen, ist er immer noch. Aber sie ist leider nicht mehr ganz so aktiv. Und die hier hatte ich, glaube ich, mal von Mira bekommen. Ist auch das einzige Sample, was ich von diesem Tape hier habe. Ich habe vor ein paar Wochen, Monaten gab es da doch nochmal irgendwie ein Revival bei ein paar, hatte ich nur mitbekommen. Ja, die Coverpage, wenn man das so bezeichnen möchte, habe ich auch ja, relativ einfach gehalten. Ich klebe da ja meistens irgendwie einen Sticker drauf, stempel das Jahr drauf und das war's. Und hier hatte ich jetzt noch so einen Spruchsticker von mir selbst drauf getan. Beziehungsweise vielleicht noch einen Schritt zurück. Welchen Planer verwende ich denn jetzt hier eigentlich? Das ist der, falls ihr es damals nicht mitbekommen habt, im Setup oder wann auch immer, ein Hobonichi Day Free für 2024. Und der hat ja hier vorne so diese Jahresübersichten und diese vertikalen Monatsübersichten. Die habe ich dafür verwendet, um mir zu markieren, an welchen der Tage ich dann wirklich einen Journal-Eintrag gemacht habe. Und das habe ich nicht so ganz durchgezogen bis Mai, wie man sehen kann. Den Rest muss ich mal noch irgendwie nachpflegen, sag ich mal. Und wie ihr sehen könnt, war ich noch hier so im Januar und Februar noch sehr, und März eigentlich auch noch, sehr aktiv, habe hier teilweise wirklich jeden Tag gejournalt mit ein paar kleineren Ausnahmen zwischendrin und dann kam der April und bam. Der April bestand nur aus wie vielen? 5, 6, 7, 8, 9 Tagen.
Immerhin, aber naja, das haben wir schon mal besser gesehen. Wobei es am Ende doch eigentlich ganz gut ist, wenn man doch ein paar Tage überspringt, denn wie im Haul-Video letztens auch schon erwähnt, der Day Free hat ja 171 Seiten, also knapp weniger als die Hälfte vom Jahr eigentlich. Also eigentlich kann man gar nicht jeden Tag hier drin journalen. Wenn man jeden Tag journalen wollen würde, würde man sich ja auch eher einen richtigen, datierten Hobonichi kaufen, sage ich mal. Insofern, ja. Dann kommen noch diese anderen Monatsübersichten, diese Kästchenansicht, sage ich mal. Und da hatte ich jetzt auch mal so ein bisschen rumprobiert. So, Karl ist jetzt auch da und möchte mit dabei sein. Ich nehme ihn mal auf meinen Schoß und hoffe, dass er ganz lieb ist. Ja, ich hatte Anfang des Jahres zwei Apps mal ausprobiert und ich habe jetzt leider vergessen, wie die heißen. Ich versuche das mal einzublenden. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und wenn nicht, vielleicht packe ich es in die Videobeschreibung. Aber es waren auf jeden Fall zwei, ja, ich sag mal, Journal-Apps, mit denen man so Emotionen tracken konnte. Aber nicht nur das, sondern auch irgendwie mal so ein bisschen was zum Tag schreiben und Bilder einfügen und sowas. Und das hat mir eine Zeit lang auf jeden Fall Spaß gemacht, aber was ich immer bei so Gefühls-Emotions-Tracking schwierig finde, ist, man hat sich ja an einem Tag nicht nur glücklich, nicht nur traurig gefühlt. Also die menschliche Gefühlsebene oder der Gefühlszustand, keine Ahnung, ist ja ein bisschen vielschichtiger. Klar gibt es vielleicht eine Emotion, die den Tag so ein bisschen übergreifend dominiert hat, sag ich mal. Aber es gab ja nicht nur schlechte Momente irgendwie an einem Tag, in dem man, weiß ich nicht, eher so ein trauriges Gesicht irgendwie dann ausgewählt hat. Und das fand ich auf Dauer dann doch ein bisschen blöd. Eigentlich hat es hier so ganz gut funktioniert. Das habe ich dann immer wirklich vorm ins Bett gehen gemacht, dass ich meine Mood getrackt habe, dann so ein bisschen was zum Tag geschrieben habe, Fotos eingefügt habe und das war's. Und dann hatte ich später irgendwann, ich glaube, das habe ich hier aber nicht mehr übertragen, nee, ich glaube nicht, nochmal eine andere App ausprobiert, die hat mir auch sehr gut gefallen, da konnte man noch so ein paar Sachen mehr tracken. Allerdings, ja, wenn man da irgendwie, also zumindest geht es mir so richtig gewohnheitstiermäßig, wenn man da irgendwie einmal aus der Routine fällt, dann, ja, komme ich so schnell irgendwie nicht mehr wieder rein. Und dann bleibt das einfach liegen. Und die App erinnert mich bis heute noch jeden Tag 23 Uhr, dass ich meinen Journal-Eintrag machen soll, aber ich ignoriere es einfach gekonnt. So, und dann. Nach diesen Monatsübersichten kommen dann hier diese ganz normalen leeren Seiten, sag ich mal. Was die haben, ist diesen vertikalen Strich, dann diese japanischen Zitate und die Seitenzahl. Und das ist eigentlich alles, womit man hier arbeitet. So, jetzt fängt er an, hier an Kabeln rumzuknabbern. Das wollen wir natürlich nicht. Bleibt mal schön hier. Ja, und ich hatte das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das muss ich nicht jedes Mal aufs Neue wieder erwähnen, aber die Zitate gefallen mir, sie haben mir gefehlt und ich wollte sie irgendwie wieder haben und trotzdem flexibel sein. Deswegen hatte ich mich für den Day Free entschieden und ich habe als diese Datumsticker meine eigenen Hobonichi-Style-Datumsticker immer verwendet. Also die gibt es bei meinem Patreon, in dem allerniedrigsten Level kriegt man die schon. Falls sie euch gefallen und falls ihr das vielleicht ausprobieren wollt, schaut einfach mal vorbei. Und ja, die habe ich mir dann einfach immer mit der Hand ausgeschnitten. Und so sieht das Ganze hier drin aus. Also am Anfang habe ich noch mit den Tombows hier angefangen und so die gängigsten, die klassischen Alex-Sachen hier drin, sag ich mal, verwendet. Das erzähle ich euch irgendwie schon seit 10 Jahren gefühlt, aber für die Schrift und die Outlines von den Zeichnungen verwende ich immer diese Pigma Micron-Stifte von Sakura, heißt, glaube ich, die Marke. Die gibt es zum Beispiel im Bösner, aber auch in anderen Läden. Ich weiß nicht, ob es die im ID gibt, aber online findet man die auf jeden Fall.
Und zum Ausmalen hatte ich jetzt hier in der Phase gerade die ganz normalen Tombow Dual Brush Pens verwendet. Da hatte ich mir mit den Jahren so eine kleine Palette angesammelt an Farben, die mir gut gefallen. Und ja, damit habe ich jetzt hier gearbeitet. Ich habe immer so größere Ereignisse, sag ich mal, so ein bisschen größer gelettert, einfach mit der dünnen Spitze von den Tombows. Der Look hat mir ganz gut gefallen. Und ja, so zieht sich hier das Ganze fort. Ich habe versucht, es zu vermeiden, hier irgendwie. Kohle. Mein Gott. Also er ist einfach viel zu interessiert an Kabeln, die irgendwie unten am Boden sind. Deswegen muss ich dich jetzt hier mal hochpacken. Okay, vielleicht ist das Licht jetzt nicht mehr so das Beste. Es sei denn, er fängt gleich auch wieder an, an meinen Stiften rumzuknabbern. Hörst du mal bitte auf? Ach je. So. Ja, das Licht ist jetzt wirklich der Burner. Ja, jedenfalls habe ich es eher vermieden oder es versucht zu vermeiden, hier irgendwie Sachen reinzukleben. Also so. Kohle! Hör auf damit! So, da seht ihr es, so was passiert mit meinen Bleistiften. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, also ich habe versucht am Anfang hier noch ziemlich viel zu zeichnen, wie man hoffentlich sehen kann. Es hat mir auch viel Spaß gemacht hier. Und so zieht sich das jetzt eine ganze Weile eigentlich fort. Die Sticker hier fand ich auch super cute. Die hatte ich letztes Jahr mir auf dem Comicpark gekauft. Ich glaube, die waren ursprünglich von Daiso. Und ja, die fand ich sehr, sehr süß. Ansonsten, ja, versuche ich eigentlich nach wie vor sehr viel mit meinen eigenen Stickern zu arbeiten. Hier sind auch meine ersten Sticker aus dem ersten Sticker-Club angekommen von meinem Patreon. Genau, ansonsten, ihr werdet sehr viele Bubble Teas sehen. Wir haben uns einen Airfryer geholt und ihn endlich eingeweiht. Leute, als Ü30-Jährige kann ich nur sagen, sehr gute Entscheidung gewesen. Ja, ansonsten habe ich sehr viele Filme mit meinem Vater geschaut. Also immer, wenn hier irgendwelche kyrillischen Buchstaben sind, ist es entweder was zu essen oder entweder irgendein Film, den ich mit meinem Vater geschaut habe. Ja, also wenn ich das so sehe, liebe ich es einfach. Vor allem so diese visuellen Einträge, da weiß ich ganz genau, wo wir waren, wann das war, wie wir aussahen. Also klar, aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Art und Weise des Memory Keepings, sag ich mal. Ja, hier auch ein paar Sticker von Izzy verwendet. Die hatte ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das auf YouTube schon mal gezeigt habe. Ich glaube schon, in einem Wochendeko-Video mal. Also schaut bei Izzy vorbei. Sehr coole Printables bei ihr. Ja, ansonsten, wie immer, mal wieder Bubble Teas, Journal Time, der Dolce Vita Sticker, meine eigenen Sticker. Endlich mal wieder ein bisschen gemalt. Also man merkt immer, die Seiten, bei denen ich mehr so mit Stickern gearbeitet habe, die habe ich dann meistens irgendwie aufgeholt. Und immer wenn ich eher so Zeit fürs Journalen hatte, habe ich dann selbst gemalt. Ja, das war dann das zweite Stickersheet hier zum Beispiel aus dem Journal Club. Und ja, also mir gefällt das schon sehr gut. Hier Chibureki, falls das einer von euch kennt, sind so größere Teigtaschen, die frittiert sind im Prinzip, mit Hackfleisch gefüllt. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, in der russischen Küche
gibt es sehr viele verschiedene Teigtaschen, die auf ganz verschiedene Art und Weisen zubereitet werden, meistens mit Hackfleisch gefüllt. Und ich bin sehr froh, dass es mittlerweile so viele vegetarische Hackalternativen gibt, denn dann kann ich meistens mitessen. Ja, genau. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht allzu viel Aufregendes. Ich werde jetzt gar nicht nochmal irgendwie so Tag für Tag durchgehen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, und erwähnen, was hier so alles passiert ist an den Tagen, nur wenn irgendwie was super Krasses vielleicht passiert ist oder so. Der neue Dune-Film hier im März, der war sehr, sehr gut. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Ja, das Katzenhaus, wo Rosi drin war, das war auch sehr süß. Genau, und dann bin ich mal wieder in diese Phase gekommen, wo ich gemerkt habe, irgendwie mit den, also hier hat man das schon so ein bisschen gemerkt. Ich habe so ein bisschen, ich will nicht sagen gestruggelt, also ja, mir hat es einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht, hier drin zu journalen, irgendwie jetzt so in den letzten paar Einträgen. Deswegen dachte ich, ich muss da irgendwie mal wieder ein bisschen Pep, ein bisschen was Neues reinbringen. Und habe meine Gouache-Farben wieder ausgepackt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo meine Palette hin ist, aber stellvertretend mache ich einfach mal die hier auf. Falls ihr noch meine ganz alten Videos kennt, kennt ihr auch diese Palette. Das ist eigentlich diese ganz kleine Travel-Palette von Winsor & Newton. Da sind eigentlich gar keine Originalfarben mehr drin, so richtig, beziehungsweise die ursprünglichen Farben sind vielleicht noch so ein bisschen an den Rändern, aber ich habe die jetzt alle eigentlich mit Gouache aufgefüllt, bis auf die beiden hier. Das sind die sind von Schminke. Und hier oben sind auch noch so ein paar Gouache-Kleckse und ja, also ich muss sagen, so in den letzten Jahren hat sich meine Gouache-Liebe entwickelt, sag ich mal, und ich male mittlerweile viel, viel lieber mit Gouache als mit Aquarell, weil ich das Gefühl habe, damit irgendwie, ich weiß nicht, mehr Struktur, mehr Kontrolle zu haben. Ich weiß nicht. Aber es gefällt mir auf jeden Fall besser vom Look her. Und was noch so ein kleiner Vorteil ist, hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Ich hatte das Gefühl, Gouache trocknet ein bisschen schneller als Aquarellfarben. Aber es kann natürlich auch an den Farben selbst liegen. Ich verwende meistens Gouache-Farben von Holbein. Ein paar habe ich, glaube ich, von Winsor & Newton, aber die gefallen mir bei Weitem nicht so gut. Und dann hatte ich früher auch noch welche von Schminke, die haben mir auch nicht so gut gefallen. Also Holbein ist einfach die Nummer 1 Marke für mich, was das angeht. Ja, und hier merkt man, habe ich schon mal so ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache hier wieder bekommen und habe auf jeden Fall mehr gezeichnet. Was so ein bisschen der Nachteil war, ist, dass ich meine Überschriften so nicht mehr machen konnte mit den Tombows, weil da musste man immer so ganz genau darauf achten, dass es auf der anderen Seite kein Wasser dran kommt, weil dann ist es schon so ein bisschen verschwommen geworden. Ich habe jetzt hier zwar kein Beispiel davon, aber ich habe früher die Erfahrung gemacht und deswegen habe ich dann angefangen, die Überschriften, sag ich mal, eher so ein bisschen mehr zu lettern, auch mit den Gouache-Farben, und habe dann eigentlich gar keine Tombows mehr verwendet, bis auf so kleinere Doodles hier so zwischendrin. Und ja, das gefällt mir auch sehr gut. Ich hatte mir auch wieder ein bisschen mehr vorgenommen, mich selbst sozusagen als Chibi öfter mal zu malen. Und ich mag einfach so diese übertriebenen Gesichtsausdrücke bei Chibis. Und das habe ich wieder so ein bisschen mehr versucht. Ich hoffe, man kann es hier erkennen. Ja, das hat mir eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht. Hier kann man es gut erkennen. Also das habe ich mit Tombows gemacht, die Überschrift. Und hier auf der Rückseite war sehr viel Wasser. Und dann ist es hier so ein bisschen verschwommen, denn Tombows sind ja eigentlich auch wasserlöslich. Und ja, dann kann eben sowas hier passieren. Deswegen bin ich, glaube ich, jetzt fast
ganz davon abgekommen, diese Überschriften mit den Tombows zu machen. Genau. Hier waren wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das irgendwie nur bei uns so ein Special war oder nicht, aber diejenigen von euch, die sich noch an das alte Video erinnern können, an den alten Vlog, wissen, dass Prinzessin Mononoke von Ghibli mein absoluter Lieblingsfilm ist. Und irgendwie hatten wir im Kino so ein Special bei uns, der im Kino gezeigt wurde. Und das war für mich eine krasse Experience, Leute. Also ich hatte den ja vorher noch nie im Kino gesehen. Wie denn auch? Der ist irgendwie 98 oder so, glaube ich, rausgekommen. Oder sogar noch früher. Und ja, da war ich auf jeden Fall noch nicht in Deutschland und noch nie in einem Kino wahrscheinlich. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also wer die Musik kennt, als ich schon diese Musik gehört habe am Anfang, habe ich direkt angefangen zu heulen. Das macht mich alles sehr emotional. Naja, wie dem auch sei, das war eine gute Einstimmung. Irgendwie so auf etwas, was noch in Zukunft folgen sollte. Ja, hier habe ich dann wieder mehr geklebt. Das bedeutet, ich hatte hier wieder einiges zum Aufholen. Ich habe hier nur die Überschriften gelettert. Und hier waren wir eben für ein paar Tage in Paris, vom 4. bis zum 8. April. Und es hatte einen bestimmten Grund, denn wir waren beim Symphonieorchester-Konzert von Joe Hisaishi, also dem, wie ist das Wort? Er hat die ganze Musik von den Studio Ghibli-Filmen komponiert. Und es war atemberaubend. Es war mit einer der schönsten Erlebnisse in meinem Leben bisher. Und ich habe die ganze Zeit geweint und es war einfach wunderschön. Und ja, umso besser war es, den Film hier zum Beispiel nochmal im Kino zu gucken, kurz vorher. Es war echt cool. Genau, dann hatte ich hier, wie man sehen kann, wieder einiges zum Aufholen, denn ich habe hier wieder nur die Überschriften gelettert und den Rest eher geschrieben und mit Stickern und Washi gearbeitet. Hier an meinem Geburtstag, also ich habe am 29. Geburtstag, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht nach Heilbad Heiligenstadt und waren da in einem netten Hotel und haben es uns gut gehen lassen. Da habe ich auch mal wieder ein bisschen mehr gezeichnet hier, wie man sehen kann. Hier waren wir beim Wanderkonzert, das war auch ganz cool. Ansonsten, ja, hält es sich zurzeit ein bisschen in Grenzen. Die beiden Seiten habe ich, glaube ich, in einem Stream, in einem Patreon-Stream mal gemacht. Genauso wie, weiß gar nicht, ob die auch oder das die war das, glaube ich. ja, genau, da habe ich versucht, so ein paar Häuser von unserer Cremer Brücke hier von bei uns in Erfurt zu malen. Das war mal wieder ganz cool. Genau, ansonsten bleibt das jetzt, glaube ich, so, also hin und wieder so kleinere Zeichnungen, sage ich mal, Überschriften, viele Sticker und ja. Weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch dazu sagen soll. Ich hoffe, man kann es so einigermaßen erkennen. Also ich versuche mal, eine Doppelseite so ein bisschen farblich abgestimmt zu machen, wenn man versteht, was ich meine. Also hier zum Beispiel so ein bisschen blau, grün, braun. Hier so grün, blau, rosa, grün. Hier wieder so ein bisschen rot, rosa, violett oder Flieder. Gelb, Rot, also genau, so, dass es so harmonisch wie möglich, sage ich mal, irgendwie rüberkommt.
Genau, und dann hatte ich jetzt hier eine lange Phase, wo ich irgendwie nicht mehr so wirklich ins Journalen reingekommen bin und habe jetzt versucht, so die letzten Wochen immer mal wieder hier was aufzuholen, und da ist jetzt wirklich nichts mehr gezeichnet, sondern eher so ein bisschen mit Stickern und Washi und Text. Und ja, es hat mich ein bisschen genervt, dass ich das nicht so ganz durchgezogen habe, aber am Ende bin ich froh, dass es irgendwie noch hier verjournalt wurde. Insofern, ja, ich bin jetzt auch aktuell nicht so auf dem neuesten Stand. Ich glaube, ich bin irgendwann Anfang September jetzt stecken geblieben. Ja, und was ich hier verwendet habe, sind für die Überschriften immer diese, muss mal kurz einen irgendwie mal raussuchen, diese Pentel Sign Pens oder Brush Sign Pens von Pentel. Die habe ich in ein paar Farben, und ja, da versuche ich immer so die Überschriften damit zu machen. Und die Schrift habe ich jetzt auch immer versucht, so ein bisschen farbig zu gestalten mit diesen Sarasa Clip Pens. Da habe ich mir jetzt vor kurzem auch ein zweites Set geholt. Ich hatte dieses hier schon ganz lange, das Vintage Colors Set, und ich habe mir vor kurzem, irgendwie vorletzte Woche irgendwann, noch ein zweites geholt mit ähnlichen, aber etwas anderen Farben. Ja, es sind auf jeden Fall, die gefallen mir sehr gut. Und so zieht sich das Ganze jetzt hier fort. Und ja, so gefällt es mir auch. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich das jetzt hier überhaupt noch irgendwie hier drin verjournalt habe. Aber wenn ich das so vergleiche, so die Seiten mit den Seiten, dann ja, also das ist auch schön, aber mir persönlich gefällt das schon besser, wie gesagt, weil man hier so diesen visuellen Link hat zu den Ereignissen selbst, wenn man versteht, was ich meine. Und ja, das ist jetzt so aktuell hier so ein bisschen der Stand. Blättern noch mal kurz zum Schluss. Also es ist schön so, ne? Also ich will nicht sagen, dass mir nicht gefällt, was ich hier fabriziert habe. Aber ja, ich wünschte, es wäre irgendwie so ein bisschen anders. So, das ist jetzt hier der aktuellste Stand. Mehr Seiten gibt es Stand heute erstmal nicht. Hier hinten ist nur noch das Pencilboard, und eigentlich habe ich hier auch die Datumsticker drin, aber die habe ich noch nicht mal zerschnitten, die sind da hinten irgendwo. Ich sehe sie, aber ich kann sie gerade nicht herausholen. genau, so, das ist jetzt so der aktuellste Stand. Und was ich euch noch gerne zeigen wollen würde, ist, ja, haltet mich für verrückt, aber irgendwann zu irgendwelchen Amazon Prime Days oder irgendwie so ähnlich gab es vor einigen Wochen Rabatt auf die diesjährigen Hobonichi-Planer. Und sie waren um die Hälfte reduziert. Also Leute, es war da wirklich sehr, sehr schwer, da Nein zu sagen. Und da habe ich mir einfach spaßeshalber, weil ich das einfach mal für mich ausprobieren wollte, zwei Erwecks geholt. Die erste Jahreshälfte hat Jan zum Dudeln bekommen, und in der zweiten Jahreshälfte habe ich dann hier losgelegt und einfach versucht, das Ganze so ein bisschen als Sketchbook zu benutzen. Und das möchte ich euch ja nicht vorenthalten. ich habe den Planer, lasst mich nicht lügen, hier Ende Juli bekommen. Und dann habe ich hier versucht, in den anfänglichen Juli-Seiten hier so ein bisschen einfach das so wie so eine Art Sketchbook zu benutzen. Also das hat jetzt überhaupt nichts mit den Tagen selbst zu tun, einfach nur irgendwas doodeln, was mir gerade in den Kopf kommt, was mir gefällt, und auch mal so ein paar verschiedene Medien auf dem Papier auszuprobieren. Das wollte ich auch mal machen, weil ja, bisher habe ich da nur mit den Tombows und mit Gouache gearbeitet, und ich wollte mal so ein bisschen rumprobieren, welche Stifte vielleicht auch gut funktionieren und welche nicht. Und ja, das hat mir eine Zeit lang hier wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich wollte das so zwang
unzwanghaft, nee, wie nennt man das, zwanglos, wie möglich gestalten. Einfach nur irgendwie drauf losdudeln. Hauptsache, ich zeichne irgendwie jeden Tag. Und das hat so für 1-2 Wochen ganz gut funktioniert. Die Seiten sind jetzt noch leer, aber die kann man ja später noch irgendwie mal nachholen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte den Planer eigentlich hier bekommen und habe dann versucht, solange es geht, jeden Tag irgendwas drin zu zeichnen. Das war hier zum Beispiel Rosi, wie sie an einer Wassermelone geschleckt hat. Das war ein sehr niedliches Selbstporträt, aber ich mochte meine Haare an dem Tag und wollte das irgendwie festhalten. Dann hatte ich, wenn mir jetzt nichts auf Anhieb irgendwie eingefallen ist, habe ich einfach bei meinen gespeicherten Sachen bei Instagram zum Beispiel geguckt. Das war zum Beispiel so ein Keramikteller, der bemalt war. Wenn ich irgendwas abgemalt habe, habe ich das dann auch hier immer mit dazu geschrieben. Also, falls es euch interessiert, schaut vorbei. Genau, ansonsten, das war auch ein Foto, was ich irgendwo gesehen hatte. Da hatte ich jetzt leider keinen Nickname mit dazu geschrieben. Genau, und einfach so ein paar lustigere Doodles zwischendrin. Hier eine August-Cover-Page. Das hier hat mir auch sehr gut gefallen. Das habe ich sogar jetzt nochmal in groß nochmal gemalt. Und das wird die Postkarte wahrscheinlich für mein Patreon im Oktober werden. Und für sowas war es ganz cool. Hier habe ich zum Beispiel mein Federmäppchen hier gemalt. Mit so ein paar Utensilien. Hier diese Klammer kennt ihr bestimmt von Penko. Und mein Wassertankpinsel, so heißt das Ding. Hier einfach ein Verlauf mit irgendeinem Spruch, den ich ganz nett fand. Das war eine Hommage an ein Wallpaper von mir selbst, vom August, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hier, das war, glaube ich, ein Tattoo. Das fand ich auch ganz cool. Das war einfach so ein bisschen gedudelt mit Füller. Da hatte ich den Twisby Eco irgendwas verwendet. Da hatte ich einfach eine schwarze Tinte drin. Das war auch einfach wieder gedudelt. Hier, das war mit dem hier, mit dem Tombow Fudenoske. Einfach wieder irgendein Spruch. Und das war, glaube ich, dann der letzte Tag, an dem ich dann was gedudelt habe. Und dann ist dieses Büchlein irgendwie in den Tiefen meines Schreibtisches verschwunden. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber irgendwie vorher hatte ich das auf dem Couchtisch im Wohnzimmer eigentlich immer liegen. Zusammen mit dem Federmäppchen, wo eben das hier so drin war und die wichtigsten Utensilien hier, sag ich mal. Und irgendwie hatte ich das dann rübergeräumt ins Büro wieder und es war so wirklich so dieses aus den Augen, aus den Sinnen. Ich hatte es nicht mehr im Blickfeld und habe es völlig vergessen und habe es jetzt erst vor einigen Tagen wieder herausgekramt und ja, hatte hier mal so ein bisschen was gedudelt. Also das war jetzt wirklich vor ein paar Tagen erst. Das war auch mit dem Twisby-Füller. Und habe jetzt hier angefangen, so ein bisschen meinen Tag jeweils zu journalen. Und was soll ich sagen, Leute, es macht mir gerade einfach super viel Spaß, einfach so wirklich ohne Vorzeichnung, ohne gar nichts zu doodeln, was mir an dem Tag so passiert ist. Also hier haben wir zum Beispiel Overcooked gespielt. Ich habe ein Reel gemacht zum Buch Der Weg des Künstlers. Es gab einen Eiskaffee am Nachmittag. So, also jetzt nicht so wirklich super krasse Highlights oder so, aber irgendwie macht es schon Spaß, auch mal an Tagen, an denen nichts los gewesen ist, sich so ein paar besondere Sachen mal rauszusuchen. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe versucht, meine unterschiedlichen Tinten irgendwie mal zu verwenden. Also ich habe mir ja vor ein paar Wochen den Twisby nochmal geholt, in ganz durchsichtig, und habe hier dieses Olive Green, die Tinte von Faber-Castell, reingemacht. Das ist zum Beispiel die Seite hier. Das war auch wirklich ein sehr guter Tag, denn da haben wir endlich unseren Urlaub gebucht und ich habe mich sehr gefreut. Dann hatte ich von Jan zu Weihnachten, glaube ich, dieses Schreib- und Malgerät mal bekommen. Ich habe leider
wieder völlig vergessen, wie die Brand heißt und wie man das nennt. Irgendein Dip Pen war das, glaube ich. Also es ist im Prinzip nichts anderes als so eine Feder, mit der man auch in Tusche eintauchen kann. Also man dippt da einfach rein und die Tinte bleibt hier so drin stecken und man kann damit, wie man hier vielleicht erkennen kann, so dickere Linien machen, aber auch sehr, sehr dünne. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, damit zu zeichnen. Da hatte ich meine andere Faber-Castell-Tinte verwendet, die Garnet Red heißt die, glaube ich, genau. Dann war das hier wieder der Twisby-Füller. Da ist eine schwarze Tinte drin von De Atramentis, heißt das, glaube ich. Dann hier wieder das Olive Green. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das gerade geht. Also viel einfach gelettert, so ein paar ganz, ganz einfache Doodles. Und ja, das macht mir gerade sehr viel Spaß. Das war der letzte Eintrag von gestern. Und ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt anhalten wird, aber jetzt aktuell habe ich da gerade sehr, sehr, sehr viel Spaß daran. Hier hatte ich einen meiner Kaweco-Füller verwendet. Ich glaube, diesen hier. Da hatte ich dieses Kaweco-Rot, also einfach diese Tintenpatrone drin. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißt. Aber bei diesen Tintenpatronen gibt es ja eh nicht allzu viel Farbauswahl, sag ich mal. Und ja, das war's. Das ist gerade so der aktuellste Stand in meinem Hobonichi Sketchbook, sag ich mal, was jetzt doch irgendwie zu einer Art Journal geworden ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hatte das vorher in so einem Clearcover drin, wo ich eine Postkarte von mir selbst drin hatte. Also so, da sah das eigentlich aus. Und das habe ich jetzt einfach mal rausgenommen, um mich selbst quasi einfach nochmal zu erinnern, du hast einen Hobonichi und du solltest drin zeichnen. Und ich habe jetzt hier einfach ganz viele Sticker draufgeklebt und ich finde das irgendwie cute. Ja, das ist so das, was ich gerade mache in meinen Hobonichis. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Einblick. Bin gespannt, wie lange jetzt das Video geworden ist. Ich habe jetzt irgendwie währenddessen jegliches Zeitgefühl verloren. Insofern, ja, hoffe ich, dass es eine nette Begleitung für euch war, das Video. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.